Es gibt Einsätze, die einen immer begleiten werden. Da kommt wirklich hinzu, dass man vielleicht mal privat irgendwie auf einen Unfall zukommt, wie es mal auf der Martini-Straße war. Ich habe mich in diesem Moment wirklich als Ersthelfer gefühlt und habe versucht, dieser Frau, die dort ja, mehr oder weniger regungslos auf dem Boden lag, zu helfen. Da kam für mich gar nicht in Frage, der journalistischen Tätigkeit nachzugehen. Da fing ich auch an zu zittern, obwohl ich tagtäglich mit solchen Verkehrsunfällen zu tun habe, ist man dann als Privatperson ganz anders eingestellt in dem Moment und versucht wirklich nur zu helfen. Also so einen normalen Arbeitstag gibt es bei mir eigentlich nicht. Es kann sein, dass mein normaler Arbeitstag mal um 2 Uhr nachts anfängt und dann auch wirklich den ganzen Tag andauert, weil ein oder zwei oder drei Einsätze am Tag passieren. Aber so richtig, dass ich abschalten kann, ist das eigentlich nie. Man fährt ins Kino und dann klingelt das Handy, man gibt dem Handy einen Blick und dann sieht man, oh, es ist wieder was passiert. Dann weckt man ab. Schaut man jetzt den Film zu Ende, hat man den schönen Abend noch weiter oder nee, da muss ich hin und den Film kann ich auch wann anders sehen. Also wenn ich auf den klassischen Verkehrsunfall zukomme, bleibt immer so ein Gefühl, okay, was erwartet mich da, wie gehe ich an die Sache ran? Durch dieses sehr, sehr gute Arbeiten mit den Einsatzkräften, die mich wirklich auch kennen, weiß ich, okay, wie ist die Stimmung da? Wie sind die Leute da drauf? Wenn ich merke, da ist total hektisch, da geht es gerade drunter und drüber, dann bewahre ich auch eine gewisse Distanz. Und wenn ich merke, dass die Verletzten dann raus sind, dass die Feuerwehrkräfte auch langsam so ein bisschen runterkommen, dann begebe ich mich erst Richtung Unfallwagen beispielsweise, um da meine Bilder zu machen. Dann führe ich erst die ersten Gespräche mit den Einsatzkräften, mit der Polizei, mit der Feuerwehr über den eigentlichen Einsatz. Aber da bleibt schon immer so ein mulmiges Gefühl. Sind es wirklich schlimme Ereignisse, kann ich sagen, diese Ereignisse lasse ich dann auch wirklich an der Einsatzstelle. Komme ich nach Hause, versuche ich mich zu entspannen. Natürlich gibt es den einen oder anderen Einsatz, den man nie vergessen wird. Allerdings kann ich wirklich sagen, ich kann Berufliches und Privates sehr gut trennen und weiß auch, da habe ich etwas gesehen, was wirklich schlimm war. Aber jetzt bin ich zu Hause und gleich wird Abend gegessen und gleich gehe ich auch ins Bett. Mein Ziel ist es wirklich, dass dieser Job so weiterläuft. Ich bin total zufrieden, bin froh darüber, dass ich wirklich auch die Vielfalt in diesem Job habe, ständig auch unterwegs bin und immer wieder neue Sachen sehe. Und ich erhoffe mir, dass dieser Job niemals langweilig wird und ich diesen Job mit dieser Liebe, die ich habe zu diesem Job, weiter fortführen kann.